Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute habe ich etwas, das liegt hier auf dem Tisch. Das ist dieser Kameramonitor, wie er so schön heißt, oder Field Monitor. Über den möchte ich mit euch sprechen, was ich damit mache und wie das Ganze funktioniert. Bleibt dran, nach dem Intro gibt es mehr. Schön, dass ihr dran geblieben seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Ingo hier. Und heute habe ich eine Produktbeschreibung für euch. Direkt als Disclaimer habe ich mir selber gekauft, nicht gesponsert, sondern kommt wirklich von mir. Deshalb, also das, was ich hier sage, darf ich sagen, selber bezahlt. Das Ding, ich finde es wirklich gut. Was mache ich denn damit? So, ich packe es erstmal aus. Ich glaube, das ist der Neuer 100F, glaube ich, heißt der. Ich stelle das mal hier an die Seite. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch sieht, weil ich habe nämlich keinen Monitor mehr drauf. Das ist dieser Monitor. Muss selber erstmal gucken, ob da hinten mal drauf steht. Nö, steht nichts drauf. Steht nur vorne drauf. Neuer 100F. Kleiner Monitor. Was hat der ungefähr? 15 cm oder könnten auch 17 cm sein. Bildschirmdiagonale in Farbe. Was mache ich damit und wozu habe ich den? Also ich sage es euch ganz ehrlich, zugelegt habe ich ihn mir zum Filmen. Und da habe ich ihn auch schon des Öfteren benutzt. Da ist noch einiges drin. Des Öfteren benutzt zum Filmen, um nicht zu sagen, benutze ich eigentlich immer, außer heute, weil heute ist er nun mal hier. Das heißt, ich rede jetzt hier und sehe mich nicht dabei. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ich hoffe, das ist alles scharf, weil mit dem Ding könnte ich es überprüfen, kann ich jetzt nicht. Ist aber auch nicht weiter schlimm, weil, wie gesagt, ich möchte das Ding ja vorstellen. Wie gesagt, Kameramonitor, den ich normalerweise zum Filmen nehme und dazu montiere ich ihn, jetzt hole ich das mal raus, mit diesem Teil auf meiner Kamera, ganz normale Blitzschuhaufnahme, kann ich ihn draufstellen und damit ist das Thema auch schon erledigt. So, jetzt muss ich aber noch was holen, das habe ich nämlich vergessen. Und zwar hatte ich dieses Teil hier vergessen. Das möchte ich gleich nehmen, um euch ein bisschen einfacher zu zeigen, worum es geht. Und zwar mache ich das jetzt schon mal. Und zwar schraube ich diesen Bildschirm hier einfach mal auf. So. Dann kann ich den hier nebenstellen und dann ist das gut. So, ob man den jetzt sieht, ich denke mal, den sieht man. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Monitor, ich rutsche mal ein Stück zur Seite. Klappt, glaube ich, ganz gut. Also normalerweise befestige ich das mit dieser Aufnahme hier am Blitzschuh meiner Kamera. Dann steht der Bildschirm oben drauf und ich kann damit wunderbar filmen. Ich mache das auch, wenn ich mit der Z6II fotografiere. Dann habe ich dieses Ding, setze es hier drauf und dann kann ich den Monitor hier oben drauf setzen. Dann aber allerdings zu mir gedreht und wenn ich dann filme, kann ich auf dem Monitor gucken, wie das Ganze aussieht. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Mache ich sehr, sehr gerne, weil es deutlich größer ist, als wenn ich das Ganze auf dem kleinen Display der Kamera mache. Ihr kennt das, das ist das normale Display der Kamera, relativ klein das Ganze. Da ist so ein großer Bildschirm deutlich angenehmer. Ja, wie wird das Ganze verbunden? Bei dem Set beiliegend sind genug Kabel, das heißt einmal ein HDMI auf ein normalen Mini-HDMI und HDMI und das ist ein Micro-HDMI auf HDMI. Damit kann man also diesen Monitor mit der Kamera verbinden. Ist Plug and Play, also einfach nur einstecken und schon funktioniert. Und das ist genau das, was ich an dem Ding auch so mag. Man braucht also nichts groß installieren dazu. Es funktioniert einwandfrei. Das Einzige ist, man muss sich extra Akkus bestellen, da sind also keine Akkus bei. Das hier sind ganz normale Sony
NPF 550. Ich habe mir davon 2 Stück geholt. Damit kann ich locker mehrere Stunden filmen. So wie gesagt, ich nehme das, wenn ich unterwegs bin zum Filmen, wenn ich also jemand, wie ich das jetzt in letzter Zeit öfter mache, so ein Spielerporträt zum Beispiel, nehme ich sehr, sehr häufig, dass ich mir das auf die Kamera setze und damit einfach viel einfacher folgen kann, weil der Bildschirm viel, viel größer ist. Oder auch, wenn ich meine YouTube-Videos mache, dass ich mir das oben auf die Kamera stelle. In dem Falle wäre das die Z50, die mich jetzt filmt. Logischerweise, da er hier steht, habe ich ihn jetzt nicht drauf. Spielt aber auch keine Rolle, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Ja, jetzt ist das natürlich schön. Ups, das mal wegtun. So. Ist das natürlich schön, wenn man damit filmen kann. Aber die wenigsten von euch filmen. Und deshalb möchte ich jetzt mal auf den zweiten Verwendungszweck kommen. Und den finde ich genauso interessant. Und dafür mache ich jetzt mal hier meine Blende ab, mache auch den Deckel mal ab und verbinde mal diese Kamera mit dem Bildschirm. So, ich mache das jetzt mal ganz einfach. Das Kabel brauche ich dafür. Mache ich auch mal auf. Mache ich mal ein Beispiel, was man damit machen kann. Und das ist eigentlich, glaube ich, für einen Großteil der Nutzer, wie, ich versuche den mal halbwegs gerade hinzustellen, so, vielleicht sehe ich ihn jetzt auch, Strom hat er schon, jawohl, so, dann verbinde ich ihn mal mit der Kamera. Noch wird man nicht sehen, weil er ist noch nicht eingeschaltet. So. Und was möchte ich euch jetzt zeigen? Wie gesagt, ich habe jetzt gesagt, ich werde damit nicht filmen. So, und wenn ich damit nicht filme, heißt das, ich mache Fotos. Und genau dafür ist dieser Monitor auch interessant. Wenn ich also bodennah fotografiere, Makrofotografie mache, dann kann ich mir die Kamera mit diesem Bildschirm verbinden. Ich mache das jetzt mal an. So, ist an. Und ihr solltet sehen, was ich jetzt hier sehe. Und das seht ihr auch. Und das mache ich jetzt auch mal scharf. Und ihr seht, da liegt so ein komischer Massage, so ein Gymnastikball. Und da ist ein Fenster. Und jetzt gucke ich mal, ob ich die Kamera, die könnt ihr auch sehen. Aber die kriege ich, doch, da ist sie sogar scharf gestellt. Ist sie scharf gestellt? Mal gucken, ob ich sie hier scharf kriege. Ja, so ist sie in etwa. Ganz geht's nicht. Doch, jetzt ist sie scharf. Das ist meine Z50, die mich gerade filmt. Da unten hängt der von Rode, der Empfänger dran. So, und genau das, was ihr jetzt hier auf dem Bildschirm seht, ihr seht also exakt den Bildschirm, wie ich ihn beim Fotografieren sehe. Und das ist jetzt das Interessante, wenn ich also bodennah fotografiere, Makrofotografie mache, dann habe ich ja nur meinen kleinen Bildschirm. Und mit dem Ding habe ich das Ganze jetzt deutlich größer. Und zwar rede ich von deutlich größer. Und damit kann ich auch viel, viel eher erkennen, wie sieht mein Bild eigentlich aus. Es ist einfacher. Hinzu kommt, das Ganze ist entkoppelt. Das heißt, wenn die Kamera fast auf dem Boden liegt, dann kann ich mit dem Stativ mir das Ganze etwas höher holen und kann mal in Ruhe gucken, was kann ich machen. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Habe ich dafür auch schon mehrmals verwendet. Euch eigentlich nie gesagt, weil man muss sich ja auch mal ein bisschen Platz lassen für so ein Video wie heute. Ja, dafür nehme ich das also sehr, sehr gerne. Wie ihr seht, mache jetzt mal die Belichtungskorrektur rein. Dann guck mal, da sieht man jetzt noch eher die Kamera. Und ihr seht das auch da drin. Das ist eigentlich ganz fantastisch. Also ich finde es gut, sagen wir es mal so. Jetzt bin ich auf Null. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Dafür nutze ich es sehr, sehr gerne. Mal sehen, kann ich da eigentlich noch näher ranzoomen? Ja, das geht auch sehr gut. So. Kriege ich es scharf? Im Moment macht das mir eher unscharf. Mal sehen, komme ich da noch ran?
Da bin ich irgendwo. Irgendwo da bin ich. So, jetzt sieht man wunderbar auch das Objektiv. Ich glaube, jetzt kann man es fast lesen. Ne? So, mal sehen, ob ich noch näher rankomme. Na, bin ich zu nah dran wahrscheinlich von der Naheinstellgrenze. Das wird er nicht schaffen. Aber gut, ist auch gleich. Darum soll es ja gar nicht gehen. Ich mache das mal wieder aus. Ja, wie gesagt, dafür nehme ich es auch. Ich nehme es also auch dafür für Makrofotografie. Und selbst manchmal, wenn ich Landschaftsfotografie mache, stelle ich mir den großen Bildschirm auf die Kamera drauf und gucke einfach auf einem großen Bildschirm. Ist viel, viel angenehmer zu gucken als auf dem kleinen. Ist natürlich immer die Frage, was will ich alles mitschleppen? Zum Beispiel sehr, sehr angenehm auf meinen Workshops, wenn ich da unterwegs bin. Dann habe ich diesen Monitor sehr, sehr häufig mit, stelle den auf meine Kamera, mache die Kamera an und dann können die Teilnehmer viel, viel einfacher folgen, was ich ihnen zeigen möchte. Übrigens Workshops, ich werde hier oben auch mal verlinken. Da sind noch eine Menge Plätze frei. Guckt euch das mal an. Ich habe da eine ganze Menge Sachen, nicht nur die Milchstraße, die ich sowieso immer mache, auch 2 Kurse dieses Jahr in den Alpen. Eine ist im Stubai, hauptsächlich Blumen- und Wasserfotografie, wobei wir auch ein bisschen normale Naturfotografie machen werden. Und dann im September den anderen großen Workshop, auch eine Woche im Zillertal, Naturfotografie, das heißt leichte Wanderungen verbunden mit tollen Fotos, die wir machen, tollen Spots. Jeden Tag ein anderer Spot. Macht einfach nur Spaß. Guckt euch das mal an und ja, wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch an. Wird wirklich wieder klasse. Es macht jedes Jahr richtig Spaß. Ja, wie gesagt, da habe ich dann diesen Monitor auch mit. Ich finde das Ding, wie gesagt, einfach klasse. Der liegt irgendwie, ich glaube, um die 160 Euro. Also wenn ihr euch einen Weihnachtswunsch erfüllen lassen wollt, dann wäre das sicherlich eine Option. Ihr seht, ich habe es jetzt hier auf einem einfachen Stativ stehen, kann man auf ein großes Stativ stellen, auf ein kleines Stativ, kann man auf die Kamera setzen, wie man es möchte. Zum Filmen perfekt, für diese anderen Sachen sehr, sehr gut geeignet, weil ich einen deutlich größeren Bildschirm habe. Im Übrigen kann ich hier sogar Peaking einstellen, dann springt er allerdings von Farbe auf Schwarz-Weiß, aber er zeigt mir dann genau an, was scharf ist. Ja, das war die Folge heute. Wie gesagt, eine relativ kurze Folge zu diesem Neuer Field Monitor. Ich glaube, 100F heißt er. Ich muss immer noch mal nachgucken. Ich meine 100F. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht benutzt ihr sowas ja auch. Dann schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch noch besser gefallen hat, dann gebt mir ein Abo. Würde mich sehr ehren, würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder, wie immer um 7 zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund, geht raus, geht fotografieren, auch bei dem useligen Wetter jetzt. Geht raus und fotografiert, ist gesund, macht Spaß und ihr habt tolle Bilder im Kasten. Bis dahin, euer Ingo.